Schreibt Mate Liamasha, was geht bei Pumugel Scorpius? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem PvP-Projekt Ark Herbivores. In der letzten Session sind wir ja mit wehenden Fahnen untergegangen, nachdem wir versucht haben, uns mehrfach neu aufzubauen. Wir haben diesmal einen Plan und ich sehe da drüben einen Terizino laufen. Leider kann ich den jetzt nicht sehen. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil wir müssen uns jetzt erstmal wieder sammeln. Es ist jetzt quasi die vierte Session. Ja, die vierte Session. Und genau, wir müssen jetzt erstmal sammeln an einem neuen Spot, an dem wir uns aufbauen werden. Momentan läuft noch kein Stream, das heißt, die Leute wissen noch nicht, wo wir uns aufbauen werden. Das heißt, ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir ins Redwood gleich kommen. Der Lone Star, der wird eine eigene Mission umsetzen, der hat was Eigenes vor heute. Der wird nochmal zu unserem ersten Spot gehen und gucken, ob er da noch irgendwas retten kann. Ja, und genau, mit dabei ist heute halt Lone Star, Liamasha, Rizari und Ragnar wieder, wie immer. Juhu, hallo. Ah, der Terizino geht auf mich los! Lock ihn ins Redwood. Haha, ich glaube, ich kann gleich nicht mehr locken. Ich muss laufen, ah, scheiße. 60er oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin dehydrated. Wo bin ich denn hier? Gott, Piranhas. Laufen. Nein, es ist noch ein Terizino, zwei, hier sind zwei. Schwimm. Ah nein, das Fiomias hat mich geblockt. Es hat mich festgehalten, das Fiomia, nein. Ich bin nicht durchgekommen. Und der Dino frisst mich auf. Okay, aber hier ist ja ein Bett direkt. Ich bin jetzt auf die falsche Respawn Seite at Bed. Ja, ihr seht es, liebe Zuschauer, ich habe ein bisschen was verändert. Ich habe den Ground Clutter ausgemacht bei mir. Ich habe auch die Sky Quality reduziert, damit es bei mir nicht ganz so, ja, diese kleinen Mikroruckler gibt, die ich jetzt in der letzten Session immer hatte. Das musste ich jetzt ein bisschen verändern. Das war ein bisschen nervig beim letzten Mal. Und da ist ein Trodon, das gefällt mir überhaupt nicht. Ist hier jetzt eigentlich noch was gewesen in den Mörsern? Genau, wir müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen wieder ausrüsten, so ein bisschen so einen Grundstock wiederherstellen tatsächlich an Ausrüstung und so. In der letzten Session, da gab es ja am Anfang dieses Problem, dass sich die Innie vom Server zurückgesetzt hat. Ich muss das nochmal kurz zusammenfassen. Und dass im Zuge dessen einige Tribes ziemlich angepisst waren, die dann sich im Zuge dessen, um halt sich halt Luft zu machen, zu uns begeben haben direkt und uns direkt platt gemacht haben. Mit allem, was sie zur Verfügung hatten. Unter anderem halt der KSK-Tribe, der war da ganz vorne mit dabei. Und ja, das war unter anderem auch denen ihr Ziel, dass die Staffel endet. Aber da kennen sie uns ganz schlecht, wenn sie denken, dass nur weil wir platt gemacht wurden, die Staffel endet. Das ist für uns kein ausreichender Grund. Ja, da muss noch einiges mehr passieren oder müsste noch einiges mehr passieren, dass eine Staffel von uns einfach beendet wird. Ja, wir werden das hier durchziehen, auch wenn wir uns hier jetzt wieder von Grund auf in den letzten zwei Sessions hochbasteln müssen. Ja, das ist so. Man sollte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, nur weil, ja, mal was fehlt oder weil vielleicht mal Items weg sind oder weil man vielleicht auch mal platt gemacht wurde einfach. Das ist halt so, das gehört dazu zum Sportsgeist, dass man Durchhaltevermögen hat, kann ich an der Stelle nochmal sagen. Ich meine, klar, es ist scheiße, wenn man platt gemacht wird, auch von mehreren. Oder klar, es ist auch scheiße, wenn man was verliert, was man vielleicht sich vorher mühsam erkämpft hat. Ja, aber was gehört halt dazu, dass man damit auch umgehen kann. Und wir können damit umgehen, wir machen weiter. Oh, und bei uns, unsere Basis steht noch. Unsere alte. Ja, das Tor unten ist noch da, genau. Oh, da hinten ist ein Dire-Bär am Ufer. Vielleicht an der Stelle mal gleich der Hinweis, weil ich sehr, sehr viele Nachfragen bekommen habe zu dem Thema, ob denn jetzt die Dire-Bären gezähmt werden können in dem Projekt oder nicht. Ganz kurz zur Erklärung. Das Projekt heißt Herbivores, also dabei geht es um Pflanzenfresser. Nur Pflanzenfresser können gezähmt werden und reine Pflanzenfresser. Sobald ein Tier auch Fleisch frisst oder irgendwas anderes, ist es kein reiner Pflanzenfresser mehr. Ja, also wenn ein Tier, oh, der Bär ist tot. Jetzt die Frage, was hat den Bären getötet? Ein kleines Tier. Ein Polovia! Oh nein. Ein Polovia hat den Bären getötet. Schweinerei, ey. Das kleine, miese Drecksvieh. Ja, auf jeden Fall, sobald ein Tier noch was anderes außer Bären frisst, nachdem es gezähmt wurde, ist es kein reiner Pflanzenfresser mehr. Damit kann es in dem Projekt nicht gezähmt werden. Und diese Aussage werde ich jetzt regelmäßig so pro Folge hoffentlich dann mindestens einmal wiederholen. Ah, ich habe hier einen fliegenden Piranha. Ha! Scheiße. Gott, muss ich erschießen. Ich werde diese Aussage, au! Regelmäßig wiederholen, damit das auch alle wissen. Mensch, 68. Wie ich meine ganzen Pfeile an den scheiß Piranha jetzt verballern muss.
Treffe ich den überhaupt? Ne, den treffe ich gar nicht. Scheiße. Vor allem jetzt piep ich wieder, ey. So eine Scheiße. Hier ist ein Hirsch. Jamie! Ich hab nichts zum Tamen. Ja, ich bin selber hier gerade am Überlebenskämpfen. Bitte eh nix. Sag doch sowas nicht. Ich muss. Nein, das sind Ameisen. Scheiße, ich muss ins Wasser und dann hier auf die Steine hoch. Spring doch! Geh doch hoch! Warum geht er nicht da hoch? Oh Gott, ich hasse ihn dafür! Nein, 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 scheiße! Warum geht er da nicht hoch auf die Steine? Ich hasse ihn! Los, geh doch hoch, schnell! Oh. Ha! Der blöde Piranha ist gestorben! Nein, Ameise! Er wollte hinter mir her springen. Er wollte hinter mir her und ist dabei gestorben. Stirb, du scheiß Ameise, stirb! Ja! Ja, toll, jetzt bin ich wieder halb tot. Nein, korrigiert das. Ich bin so gut wie tot. Läuft ja bei dir. Ja. Ich bin Pegomastax ins Gesicht gesprungen, hab mich voll erschreckt. Ob ich überhaupt bis zu dem Spot jetzt komme im Redwood? Ja. Ich weiß es gar nicht. Bau ein Bett auf, Ritzi. Bitte. Bau ein Bett auf. Ich brauch Hide. Ich hab Pegomastax. Nein. Ich hab Hide, aber ich werde nicht zu dir kommen, glaube ich. Ich werde das nicht schaffen. Ach du Scheiße, sind hier viele Pegomastaxe. Nimm sie mit, nimm sie. Ja, wie? Warte, ich muss Bären auf dem Stock. Ah, oha, nein, scheiße. Oh Gott. Ah nein, Kacke! Oh Gott, komm! Gleich kommt wieder die Todesmeldung. Oh, bei mir auf jeden Fall. Ich hab Terrorbörter am Arsch. Kopfies. Ah. Oh Gott, Ameisen! Ameisen sind scheiße! Einen konnte ich noch bolaren, aber die anderen haben mich erwischt. Scheiße. Aber euch geht's gut, oder? Oh. Okay, also ich versuch's jetzt nochmal. So viel dazu. Ich lebe noch. Ich kämpfe nur gerade mit mehreren Viechern. Warte mal, hatten wir hier nicht in der Gegend eine Smissy auch noch aufgebaut? Hatten wir das abgerissen? Bei dem Bett? Ne, das steht eigentlich alles noch. Dann gehe ich mal dahin. Vielleicht sind ja da noch Ressourcen oder so. Nee, das hatten wir alles mitgenommen. Ganz sicher? Ja. Ich hatte da letztes Mal auch nochmal nachgeguckt. Da ist nichts mehr drin. Ja, aber vielleicht kann ich ja was abreißen und kann dadurch Ressourcen kriegen. Ihr könntet jetzt auch bei mir spawnen. Ich baue gerade 4 Betten auf. Ach da. Und von dort aus rüberlaufen ist ja auch nicht so weit. Stimmt. Schade, jetzt wo ich Hide gesammelt habe. Ja, bau trotzdem Bett, ist doch okay. Haben wir in der Base denn noch, nichts Tolles mehr? Nee. Da, Kompis. Das ist nicht mehr, Gammelfleisch aber noch. Das ist doch schon mal was. Also mein Pegomastax war schon sehr hilfreich. Ja, wir haben die Smissy und alles abgerissen, hier stehen nur noch die Foundations. Aber die reiße ich jetzt auch ab. Vor allem, wie ich jetzt hier wieder voll das Material sammle und dann doch wieder sterbe, wenn ich jetzt versuche, zu euch zu kommen, ey. Vielleicht sollte ich mir hier einfach eine Smissy aufbauen und eine Schmelze. Monster, hier ist ein 72er Hirsch. Boah, der Base. Ja, im Moment können wir noch nichts betäuben. Muss noch ein Tor machen. Ich baue mir jetzt hier einfach eine Smissy auf und eine Schmelze. Eine Forge und alles. Ich habe jetzt so viel Chitin und alles, ich will das jetzt nicht verlieren. Ohne Scheiß, wenn ich mir jetzt selber das ganze Zeug mache, dann glaube ich, ist das besser. Ach, ich dachte, du wärst jetzt auch ein Weg ins Redwood. Nee, noch nicht. Okay, nee, ich werde jetzt auch erstmal nicht ins Redwood gehen. Ich baue mich erstmal hier am Rand so ein bisschen auf. Weil ich möchte jetzt mir das, was ich jetzt hier bekommen habe an Chitin und Hide und so, das will ich jetzt erstmal sinnvoll investieren. Wo bist du denn am Rand? Da wo wir den Terizino gezähmt haben, den High Level. Bin ich als Einzigste jetzt hier im Redwood unterwegs? Ja, das ist aber doch gut, wenn wir ein bisschen verteilt sind jetzt erstmal. Aber was soll ich tun? Ja, fang doch schon mal an. Kannst du schon mal anfangen da mit dem, was wir vorhatten. Mit Plattform und so. Smissy und alles. Arbeitsteilung. Ja los, bau eine Plattform. Wo soll die Plattform hin? Hier an dem Treffpunkt oder wo? Mhm. Ja, da wo ich im Singleplayer meine Redwood Base hab. Wo die Ruinen quasi sind, da wo es runtergeht. Genau, da wo die Ruine ist, genau. Ja, da bei der Ruine bin ich schon. Läuft. Ja, dann kannst du da genau einfach da die Dings hinsetzen. Bin ich denn jetzt hier? Hier nichts. Ja, dunkel ist es hier jetzt auch, aber ich hab irgendwie trotzdem jetzt das. Oh nein, Trodon, scheiße. Aber brauchen wir für die Plattform nicht Cementing Paste und so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nämlich schon. Mhm, könnte sein. 600 Cementing Paste. Ich habe nämlich erst vor kurzem eine Plattform gebaut. Ja, aber dann musst du halt jetzt, ja, Chitin besorgen. 200 oder 400. Oder Biberdämme plündern. Oder du plünderst halt Biberdämme.
Was pfeift denn da so komisch? Dafür müsste man erstmal welche finden. Wir kriegen ja jetzt nicht mehr, wenn wir jetzt uns alle auf Deibel komm raus ins Redwood bewegen. Weißt du? Wir kriegen ja davon ja nicht mehr. Wir müssen uns aufteilen, wenn es dann wieder hell ist. Und dann das ganze Zeug beschaffen halt. Ich baue jetzt hier auch noch ein paar Betten auf. Falls wieder irgendwas schief geht, können wir hier, da wo wir den Terrazino gezähmt haben, uns nochmal sammeln irgendwie außerhalb des Redwood. Falls das wieder alles überrannt wird oder so. So, ich habe jetzt eine komplette Chitin-Rüstung. Den Rest vom Chitin nehme ich mit, da können wir dann Cementing Paste machen. Ich bin gleich im Redwood. Brauchen allerdings sehr viel mehr davon. Ich weiß. Tötet die Mücken, die kleinen. Auch wenn es nervig ist. War schon dabei gewesen. Ameisen habe ich auch schon gekillt. Oh, hier ist ein Hirsch. Wer ist denn das? Albträume. Albträume ist das. Er ist aber weitergeritten. Die durften dir auch nichts tun. Vielleicht hat er dich nur nicht gesehen. Ja, na, der hat wahrscheinlich meine Feuer gesehen. Falls ihr euch wundert, meine Damen und Herren, wir haben im Vorfeld natürlich, weil wir natürlich gemerkt haben, dass einige uns feindlich gegenüber gesonnen sind, also komplett, die sich auch gegen uns verbündet haben, dass wir jetzt gesagt haben, wir versuchen mit einigen Tribes ein bisschen Neutralität auszumachen. Ne, warte mal, das brauche ich alles gar nicht. Ich nehme jetzt hier das Wichtigste mit, die Fiber, das Holz, ja genau, hier die Dings, das nehmen wir mit. Und die Charcoal, genau. So, und dann renne ich jetzt durchs Redwood. Ich hole gerade schon mal ein bisschen Metall ran, wenigstens so ein paar Brocken, dass wir Metallwerkzeuge gleich machen können. Also ich habe schon eine Metallspitzhacke, mehr konnte ich jetzt aber nicht machen. Ich habe mir jetzt entschieden, lieber da abzuziehen, wenn da schon Leute rumrennen. Richtig so. Ich habe auch Metall noch, aber das muss noch eingeschmolzen werden. Ich töte auch unterwegs, versuche ich Ameisen zu töten, damit wir Chitin kriegen für Cementing Paste. Haben wir eigentlich auch gleich genug Metall für zwei Armbrüste. Oh, Thylakoleo, scheiße! So viel zum Schwein. Oh Gott, ich höre es hinter mir nur trappeln. Ah, hau ab, du ekliges, hässliches Mistvieh. Ah, scheiße, kann man die bolern? Ich glaube nicht. Nee, kann man nicht. Ach, fuck it! Da ist noch Ameisen hier, scheiße. Mann, geh weg. Kann man, ist denn hier mal irgendwie mal ein Vieh, auf das ich das locken kann? Hier, Dings. Galli, komm, hilf mir, schnell. Oh Gott. Bessie, wo hattest du jetzt hier knapp Metall gefunden? Noch gar keins. Seid ihr das, die da dampfen? Wahrscheinlich, ja. Wir dampfen. Okay, gut, dann komme ich jetzt zu euch. Ich bin im Wasser. Nein, ich bin ohne Stamina ins Wasser gesprungen. Das sind Piranhas, ne? Vorsicht. Fuck, scheiße! Komm, schwimm doch! Ich glaube, ich sehe den Thylakoleo da hinten. Auf der anderen Seite war gerade ein Thylakoleo. Ja, das ist der mich verfolgt hat. Ich bin auf der Insel hier drüben jetzt. Der Kano ist Heid. Ja, ich weiß. Ich nehme es mit. Oh, das ist richtig viel Heid. Du kriegst Deckung. Sehr gut. Oh Gott. Sag ihm das noch nicht. Ich hätte mich gewundert, ob er sich erschreckt oder nicht. Ha, ein Hirsch. Wo hattest du jetzt hier Metall geholt? Einfach aus den Steinen raus? Normale oder? Steine, ja. Ich hab's ja noch nichts anderes gefunden. Kampfmusik? Ja, ich werde beknabbert. Ich werde anknabbert, alles gut. Also wenn du Metall findest, wäre nicht schlecht. Ich hab Metall, ich kann euch was geben. Huch, ich häng fest. Dann müssen wir nur noch ganz viel Cementing Paste besorgen. Komme, ich komme, ich komme. Und geben die Flusssteine nicht auch ein bisschen Metall? Ja. Die Flusssteine sind gut dafür, ja. Die habe ich gerade die ganze Zeit dafür benutzt. Wir brauchen erstmal eine Metallspitzhacke, dann lohnt sich das mehr, die Flusssteine. Ich hab eine. Ich kann Metall farmen. Ich habe eine. Ich kann schon anfangen hier mit Farmen, mit Flusssteine farmen. Soll ich euch noch was anderes geben gleich? Braucht ihr noch irgendwas zum Vercraften jetzt? Braucht ihr das Chitin, was ich hab? Ja, pack das ins Smithy. Ja. Sollen unsere Verbündeten erstmal in der Nähe bleiben oder sollen sie wieder abziehen? Die können erstmal abziehen, oder? Ich glaube, kritisch wird es dann im Livestream, wenn wir dann streamen. Mhm. Dann wird es, glaube ich, relevant, dass sie dann ein bisschen aufpassen. Momentan kommen wir ja noch ganz gut zurecht. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, wir haben eine gemeinsame Übereinkunft mit einigen Tribes, die sich im Redwood aufgebaut haben, dass wir zumindest nicht angegriffen werden von denen. Also eine Art Waffenstillstand. Das ist keine wirkliche Allianz, es ist mehr ein Waffenstillstand. Und die wollen natürlich auch ein bisschen PvP-Action haben. Insofern ist das für die natürlich ein Vorteil, wenn die Leute, die auf uns scharf sind, dann zu uns kommen und die dann so ein bisschen behaken können. Ne? So, jetzt bin ich gelb wie ein Simpson. Ja. Oh, die Simpsons.
Wollen wir jetzt erstmal noch Chitin besorgen für Cementing Paste? Macht euch mal Pfeil und Bogen und helft mir dabei, das Tyrannoculeo zu töten. Okay, ich hab Pfeil und Bogen, ich komme zu dir. Hab ich auch. Wo bist du? Rechts? Oben? Da. Ja, da, ich sehe dich. Rechts oben. Oh, scheiße. Gut, dass die nicht klettern können, wenn sie KI sind. Jawoll! Halt! Ich meine, ich könnte mich jetzt natürlich mal so Tom Cruise-mäßig auf den Berg hoch bewegen und einfach mal gucken, ob ich da ein bisschen mehr Metall runterholen kann. Vielleicht auch ein paar Kristalle. Ein Hirschsattel könnten wir machen, ja. Ich bewege mich jetzt mal hoch. Im Zweifel, ich meine, sonst sterbe ich. Was kann schon passieren? Wie viel Cementing Paste fehlt jetzt bei euch noch für die Plattform? Na, so gut wie alles, glaube ich. Wir haben, glaube ich, noch gar nichts. Wir brauchen aber insgesamt 600. Ja, also gut, wir haben halt nur Chitin gerade, schaffen wir gerade dran, ne? Sonst nichts. Ja, schon mal was. Also ich zumindest mach das. Steine sind ja kein Problem. Ich bin jetzt immerhin schon mal oben und ich habe hier Kristalle vor mir. Hast du den Sotte gebaut? Nein. Warte, dann baue ich ihn schnell. Ich habe Kristalle. Wir bedanken uns an der Stelle auch gleich mal bei den Tribes, die sich da bereit erklärt haben, uns ein bisschen unter die Arme zu greifen bei unserem Neuaufbau. Kommen Sie wieder. Dass wir ein bisschen Luft zum Atmen haben an der Stelle. Das ist gar nicht schlecht. Oh Gott, ich schlepp mich hier mit meinen letzten Kräften voll beladen zu euch gerade. Er liegt hier eigentlich tot rum, eine Rissi. Ja. Oh, ich sehe euch da unten, scheiße. Ich komme hier nicht runter, hier ist ein Abhang. Mist, muss ich außen rumlaufen. So, Moment, ich hab Zeug für euch. Ich habe Kristalle. Ich habe Chitin, ich habe, Moment, ich habe hier Metall, das packe ich hier rein, in die Schmelze. So, ganz viele. Stein brauchen wir, und was? Hab ich. Nee, Moment, habe ich nicht, das habe ich weggeschmissen, stimmt. Das musste ich ja wegschmeißen, sonst hätte ich das ja im Leben nicht hierher tragen können. Kann jemand Betten bauen? Das wäre vielleicht mal sinnvoll. Das wäre sehr sinnvoll, ja. Also, die anderen sind da hinten übrigens bei den Ruinen direkt. Also da sind zwei Betten im Gebüsch, die habe ich da hingesetzt, so falls wir mal safe spawnen müssen. Gebüschbetten. Gebüschbetten, ja. Ich brauche ein bisschen Fett, Schatten und Fett. Ich brauche was zu trinken erstmal hier. Ich muss so dringend trinken, ey. Seit ich da auf dem Berg habe ich nichts mehr getrunken hier. So, jetzt kann ich euch helfen. Was braucht ihr jetzt alles hier? Was braucht ihr jetzt? Stein, Holz, Thatch, damit wir die Base bauen können. Und die Betten erstmal. Fetch. Ich gebe euch erstmal Fetch. Dann habe ich jetzt gleich drei Stück. Fetchen, Fetchen. Was mache ich hier hin? Ich habe 20 seltene Pilze. Wenn wir einen Känguru finden, können wir es tamen. Ihr müsst genau, das wollte ich nochmal sagen. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, wo ich die Aufnahme geschnitten habe. Als wir gesagt haben, wir haben da einen Känguru gefunden. Wir haben keine Pilze, wir können es nicht tämen. Wir hätten einfach nur die Sumpfbäume abfarmen müssen mit einer Spitzhacke. Dann hätten wir sofort irgendwie ganz viele von den Pilzen gehabt. Wir hätten sofort das Känguru zähmen können. Man kriegt die Mangroven. Die Mangroven, genau. Und die gibt es hier auch im Redwood, an dem See gibt es die auch. So, ich stopfe alles Material, alles Holz und so, stopfe ich hier in die Schmissi rein. Es wird Nacht und ich werde blind. Ja, ich bin die auch Betten gleich blind. Die Betten heißen RW Base für Redwood Base. Alles klar. So Betten ohne Namen hasse ich, seitdem ich immer irgendwo anders gespawnt bin. Machen wir die Wand 2 hoch oder 1 hoch? Erstmal 1 hoch, oder? Erstmal dicht machen oben. 1, ja. Bis wir die Plattform da bauen können und so. Die werden jetzt hier gezielt zu uns kommen, da wäre es vielleicht schon ganz gut, wenn wir ein Dach haben. Bin hier aber schon auf der richtigen Seite wegen dem Mammutbaum, oder? Und die Folge ist an der Stelle zu Ende. Bis zur nächsten Folge, Ark Herbivores. Bis dann, ciao, ciao!